der Reihe. Dieter Hoeneß. Kraus. Ah, schade. Dick. Lerby. Ah, hat doch einwandfrei den Ball gespielt. Also, ich habe jedenfalls nichts anderes gesehen. Glenn Hoddle versucht da seinen Mannschaftskameraden anzuzeigen, was er vorhat. Michael Rummenigge. Lerby Dürrenberger. Michael Rummenigge und Elfmeter. Nein, der Schiedsrichter regt sich nicht. Das begreife ich überhaupt nicht. Da ist einer der englischen Abwehrrecken voll auf Rummenigge draufgesprungen. Ich denke, dass wir gleich Gelegenheit haben, uns das nochmal in der Zeitlupe anzusehen. Aber Archibald. Und da gibt es böse Sachen. Wieder mal die Fäuste dazwischen, wie schon zweimal vorher von Danny Thomas, dem krausköpfigen, dunkelhaarigen Verteidiger. Aber hier erstmal diese Szene. Schauen Sie sich das an. Stevens, Wasch, mit beiden Händen und voll umgeworfen. Wenn das kein Strafstoß ist, Herr Kaiser, dann weiß ich nicht mehr. Dürrenberger jetzt mit der Kapitänsbinde. Herr Kaiser lächelt, aber tut nichts. Gut gesehen von Lerby für Del Haie und Clemens. Foul. Vorteil. Hoeneß. Flügler. Ah ja. An sich muss er jetzt die gelbe Karte zücken, Herr Kaiser, und zeigt sie auch Ray Clemens. Und vorher hätte er gegen Gary Stevens ganz klar einen Foul-Elfmeter geben müssen. Dankeschön, Pass. Del Haie. Dremmler. Michael Rummenigge, Lerby, er ist heute wirklich überall. Flügler. Eckball, weil Clemens da offenbar noch die Finger am Ball hatte. Die Nummer 9 für die Bayern haben wir gezählt. Ja, hat er gehabt. Ball kommt nach innen. Nochmal Lerby. Und solche Ballverluste tun weh. Dick. Hazard. Glenn Hoddle. Na endlich, der öffnende Pass Dürrenberger. Und das ist seine Schussposition. Ah, schade. Lerby. Aber gepfiffen und
Freistoß Tottenham. Hazard und Glenn Hoddle. Drembler. Ja, die Spieler von Tottenham kommen jetzt wieder sehr schnell in die Angriffsversuche, in die Aufbauversuche der Bayern hinein. Dieter Hoeneß. Ganz eindeutig, da braucht sich der Michael Rummenigge nicht aufzuregen, der Ball gespielt. Dick, Archibald, Kraus. Freistoß für Bayern. Böser Fehler von Bayer Lorza. Aber Drembler, er liefert auch ein gutes Spiel heute, wenn er auch gelegentlich leichtfertig abspielt oder unsicher, aber kämpft mit großem Einsatz. Versucht immer wieder, das Spiel seiner Mannschaft nach vorne zu treiben, so wie jetzt Augenthaler. Zehnter Eckstoß. Die Bayern machen das Spiel. Aber noch fehlt das Salz in dieser Suppe, die jetzt ein bisschen kräftiger schmeckt. Die Tore. Kein Abseits. Clemens wieder einigermaßen unsicher, weil er unter anderem nicht nur den Ball, sondern auch den langen Dieter Hoeneß zu Boden und wegbefördern musste. Können ganz zu